Ja. Okay, bye. Jo, erst nach Hause fahren. Mit dem langsamsten Auto der Welt gefühlt. Ach, da ist unser altes Haus. Ja, wir haben leider keinen richtigen Parkplatz. Aber hier ist nun auch okay. Ich gehe dann mal rein. Oh ja, hi, Mr. Polizist. Guten Tag. Ich wollte Sie mal fragen, was ist denn wegen. Sie wissen schon, ja, Numbra, weil Sie letztens in der Panzerarmee wen umgebracht haben. Ich möchte mal ganz bitte sofort Ihre Antwort haben. Aber Sir, Sie wissen schon, dass es Nacht wird. Die Armeeleute werden jetzt gleich wieder ballern. Und ich muss jetzt auch zur Arbeit, also bye. Sie werden sofort entweder das Zeug bezahlen oder Sie werden ins Gefängnis gebracht. Ja. Seien Sie still. Ich mache mal gar nichts weiter. So, ich fahre jetzt erstmal zu meiner Armee. So. Und übrigens, Leute, nicht wundern, ich mache diesen Film eigentlich für euch. Der wird in mehreren Abschnitten kommen und auch nicht wundern, ich habe gerade keine anderen Personen dabei, deswegen tut einfach so, wie als würde ich so mich abwechseln. Also ich abwechsle mich jetzt einfach so. Tut einfach so, wie als würde man die Personen sehen, aber in echt sieht man sie nicht. So, hier müsste jetzt das Militär sein. Ach, da ist doch schon das Militärfahrzeug. So, warte, ich muss ganz kurz meine Militärkleidung anziehen. Ich würde sagen, so bin ich doch gut abgesichert. Okay, dann einmal einsteigen. So, und dann wollen wir ja mal Krieg starten. Hier sind ja noch überall Bäume. Und alle werden jetzt Rache kriegen. Alle, die uns damals erschießen wollten, die kriegen jetzt Rache. Oh, unser Fahrzeug brennt. Komm schon, können wir mit dieses Ding hier nicht irgendwie schneller fahren? Es kann 100 fahren. Ja, dann drücken wir mal auf die Tube. Wow. Okay, 100 ist vielleicht ein bisschen zu crazy für ein Militärfahrzeug. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr getroffen werden vom Panzer. Ich habe nur ein Militärfahrzeug. Ich hätte ja auch Panzer fahren können, aber nee, andere Leute von mir müssen ausgerechnet Panzer fahren. Gut, ich würde sagen, dann stelle ich mich einfach hin, gehe dort oben drauf und warte, bis irgendwelche Leute kommen. Oh man, das Ding brennt ja. Ich muss es irgendwie löschen. Ich weiß auch schon wie. Wir hatten noch hinten im Kofferraum irgendwo irgendwas drin. Genau, der Feuerlöscher. Und Auto löschen. Ich muss es löschen. Komm schon. Es muss ja nicht mal. Okay, ich lösche alles nochmal hin und dann muss es irgendwann fertig sein. Und jetzt nach außen. Und oben muss ich auch noch ein bisschen löschen. Schnell! So. Okay, das wäre dann getan. Dann warte ich, würde ich sagen, hier erstmal, bis irgendwer kommt. Und dann wird hier rumgeballert wie sonst was. Ich bin schließlich schon ausgebildet im Militär, oder ich werde hier das machen, was ich hier auch tun soll. Roger, Roger, Leonhard. Ja, was los? Wir haben heute keinen Dienst mehr. Du musst jetzt nach Hause fahren. Du kannst heute deinen Job beenden. Heute ist keiner da. Okay. Anscheinend scheint unser Chef krank zu sein. Naja. Dann werde ich wohl nach Hause fahren können, beziehungsweise fahre ich erstmal wieder dahin, wo ich das Militärfahrzeug parken muss. Und dann habe ich anscheinend für heute frei. Naja, ging ja echt schnell mit dem frei, aber egal.
So, einmal wieder hier hinparken. So, dann steige ich ja mal mein Auto an und fahre nach Hause. Wenn ich bloß wüsste, wo die Straße war. Aber ich glaube, man muss hier hinten lang fahren. Rote Ampel, scheiß drauf. Wen das interessiert, sehen, er hat eine Zeit hier noch irgendwie auf Ampeln zu achten. Wer achtet schon in der alten Zeit auf Ampeln? So. Fertig. Naja. Ich würde sagen, ich ziehe mich einmal ganz schnell um. Pow! Umgezogen. Okay. Einmal in mein Haus. Ich glaube, ich muss dann auch erstmal schlafen gehen. Ich schalte mal das ganze Licht hier im Haus aus. Und dann versuche ich noch, egal ob es jetzt spät ist, versuchen. Ich werde trotzdem versuchen, so gut wie möglich zu schlafen. Naja, dann warte ich erstmal, bis es am nächsten Morgen ist. Wow! Alter! Was war das denn? Ist hier etwa gerade ein Panzer in mein Haus reingerast oder wurde ich gerade in mein Haus angeballert? Okay, ich sollte vielleicht mal gucken. Ich hatte doch irgendwo noch Kurb. Habe ich das etwa auf den Balkon gelassen? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, hier habe ich sie liegen gelassen. Eine Axt oder eine Maschinengun. Okay, mit dieser Maschinengun werde ich mich jetzt absichern. Hallo? Man glaubt es nicht, aber ich arbeite beim Militär. Hä? Aber wie kann das denn sein? Hier war doch gerade noch irgendwas. Naja, mein Haus scheint auch nicht beschädigt zu sein. Da war schon wieder. Hey, alle weg hier! Was passiert denn da? Das kommt immer von... da hinten. Naja, ich werde erstmal noch ein bisschen schlafen, weil es ist 4 Uhr morgens und... ich sollte mich vielleicht erstmal ausruhen. Ich lege erstmal die Waffe dahin und die Axt lege ich auch einmal dahin. Ich einmal wieder schlafen und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert ist und dass mein Haus auch nicht so krass beschädigt wurde. So. Es ist jetzt morgens und ich muss immer 5 Uhr morgens auf Arbeit. Es ist echt komisch, weil ich immer so spät von der Arbeit komme. Beziehungsweise diesmal Frühdienst, weil ich krank gemacht habe. Und wenn man krank macht, muss man dann früher auf die Arbeit. Naja. Man kann es nicht ändern. Dann fahre ich wohl immer auf die Arbeit und werde dann wieder arbeiten müssen. Oh Mann, warum muss das immer mir passieren? Boss! Oh! Oh! Nein, mein Auto! Was ist passiert? Mein Auto ist Schrott gegangen. Komm schon, hier muss doch irgendwo noch der Feuerlöscher drin sein. Ich hab was. Das ist nur ein Handy. Aber warte, ich rufe vielleicht mal irgendwen an. Ich rufe mal meinen Boss an. Vielleicht war das ja auch nur ein Mitarbeiter von uns. Nur die Mailbox und der Boss ist wirklich tot. Oh Mann, ich muss aber erstmal runter zu Boss. Ich glaube, das Auto ist in dem Moment erstmal egal. Okay, ich sollte mich vielleicht bewaffnen, falls dann noch irgendwelche anderen Leute sind. Bewaffnen wäre hier vielleicht das Klügste. Okay. Boss, alles okay? Ich muss ihm helfen. Ich muss Boss damit helfen. Boss, komm schon! Du darfst es nicht von uns gehen! Ich war doch gerade mal 2 Tage in der Armee arbeiten. Es kann nicht sein. Nein. Tja, es bringt wohl nichts. Hey, du Clown. Hier.
Oh Mann, ey, es klappt auch immer wieder.